So, hallo, liebe SWN-Zuschauer, liebe Freunde von mir. Und ja, ich muss mich einfach mal melden. Und zwar hat einen besonderen Grund. Trump ist ja in Amerika. Trump, ich gesagt, Trump ist Amerika, da gehört er ja hin. Aber der Trump ist natürlich nicht in Amerika, sondern der ist ja drüben in Belgien. Und ja, bei der NATO. Und was der da von sich gibt. Also, ich glaube langsam, dieser Trump, der ist einfach, ja. Der muss irgendwo ausgebrochen sein, ne? Das, weil so beschränkt kann doch gar kein Präsident von Amerika sein. Ich denke mir, ich bin in einem Traum. Das ist keine Wirklichkeit, sondern irgendwo träume ich das nachts, ne? Und denke ich mir, ist das jetzt wirklich so? Oder ich kann es ja verstehen. Der Vater, der doch tatsächlich, dass Deutschland 4% mehr vom Bruttosozialprodukt, 4% ausgeben soll für Rüstung. Die ganze Zeit hat er 2% gefordert, jetzt 4%. Lieber Herr Trump, ich glaube, du weißt gar nicht, was es bedeutet, wenn Deutschland 4% seines Bruttosozialprodukts für Rüstung ausgibt. Dann überholen wir alle in Europa. Und da steht ja an jeder Ecke ein Panzer dann oder so, weil wir ja nicht mehr wissen, wohin damit. Aber ich kann euch genau sagen, warum er das will. Denkt doch mal im Kopf an. Amerika, er will Amerika nach oben bringen. Amerika stellt sehr viele Waffen her. Amerika hat sehr viele Systeme, die wir auch in der Bundeswehr haben. Jetzt, wenn er fordert, dass wir 4% unserer Rüstung unserer Bruttosozialprodukt für Rüstung ausgeben sollen, dann hofft er sich ja insgeheim, dass wir auch Waren in Amerika kaufen, also Rüstungsgüter in Amerika kaufen. Und damit würde er seine Wirtschaft auch nach oben getrieben. Ne? Ganz klar, oder? Meint auch irgendwo, er ist halt eine erste Wirtschaft. Und dann wirft er uns vor, dass wir Erdgas aus Russland kaufen und deswegen keine guten Bündnisbürger, also kein guter Bündnisstaat sind für Amerika. Hallo, Herr Trump. Jetzt muss ich doch mal tief durchatmen, ne? Weil bei allem was recht ist. Also, wenn wir Erdgas aus Russland holen, ist es für die Umwelt viel, viel besser, als wenn wir dieses blöde Fracking-Gas, muss ich mal da drauf drücken, dieses blöde Fracking-Gas aus Amerika einführen. Man muss sich mal vorstellen, dieses Fracking-Gas, das wird ja da drüben sowieso gefördert, wo ich sowieso sage, muss denn das unbedingt sein, dass man da Zeug im Boden einpumpt, damit das wieder rauskommt. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, ob das umweltbelastend ist oder nicht. Ich finde es einfach eine Sauerei. Und dann tun die dieses Erdgas, dieses Gas, wo da unten rausgeholt wird, eben verflüssigen, schieben es so ans Meer. Lagern sie in solche Behälter rein, in so Gasbehälter, Flüssiggasbehälter, und dann schippern die das übers ganze Meer rüber, nach Genua oder irgendwo hin, nach Deutschland, was weiß ich, und wahrscheinlich nach Genua oder ja, was weiß ich, wo, irgendwo im Hafen halt, und dann wird es wieder zu Gas umgewandelt. Ne? Und dem geht es doch einfach nur darum, dass sein Drecks-Fracking-Gas Abnehmer findet. Und dass er wieder mehr Arbeitsplätze schafft in Amerika. Damit er sich hinstellen kann, ich habe Arbeitsplätze geschaffen. Ich habe Europa dazu gezwungen, dass sie bei uns das Sachen kaufen. Und guck da, jetzt haben wir Arbeitsplätze mehr. Na, da ist das so weit, das kann man doch sowas offen sehen, oder? Leute, seid doch nicht blöd, lasst euch doch nicht von dem blöden Ami da einwickeln, oder? Von dem Trump. Das ist doch Umwelt, von der Umwelt her. So ein Scheißdreck, oder? Was der da fordert. Wenn wir da mitmachen, dann. Und wenn ganz davon abgesehen, ich mache die Merkel nicht. Ne? Also nicht so ohne. Also. Aber da muss ich ja sagen, ne? Die Merkel, die hockt sich ja hin. Ne? Das geht der ja echt am Arsch vorbei. Ne? Die grinst dann am Gesicht. Ne? Und der kann ja sagen, was er will. Ne? Ist auch eine, die mit dem Seehofer fertig wird. Ne? Die schafft den Trump schon lang. Na, meine, die Merkel ist ja auch gewohnt in Deutschland diese Auseinandersetzungen und die ja mit Seehofer ja gar nicht mal so 0815 sind, da geht es ja ganz schön zur Sache und da kommt so ein Trump da setzt sich die gute Frau sich doch hier und ja, das geht doch der am Arsch vorbei, das sitzt doch die aus. Das ist der da völlig egal, was der da sagt. Ja, die macht sowieso ihr eigenes Ding, ne?
ob der Trump so oder so sagt, der macht die ja sowieso nicht. Und ich denke, inzwischen macht die den auch nicht. Ne? Also das, der Zug ist abgefahren, oder? Da geht überhaupt nichts mehr. Da geht überhaupt nichts mehr. Also Trump, sattel dein Pferd, reit in Abendrot und verschwind aus der Weltgeschichte. Kein Mensch braucht dich, kein Mensch braucht dich. Was hat es jetzt gebracht mit deiner blöden Zölle? Jetzt bauen die Harley-Davidson ein Werk außerhalb von Amerika und stellen ihre Motorräder außerhalb von Amerika her. Ho, 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 ho. Und so wirst du noch viel mehr erkennen. Du wirst mal sehen, diesen Handelskrieg, den du anzapfst, den wirst du, daran wirst du scheitern. Na, daran wirst du scheitern. Und jetzt fordert er ja, dass wir sogar, also die Rüstungsausgaben, die Amerika zum Schutz für Deutschland ausgegeben hat, oder für Europa auch, na, die sollen wir jetzt zurückbezahlen. Ey, Trump. Trump. Ihr habt uns besetzt seit 45. Wir sind ein besetztes Land seit 45. Wir haben immer noch keinen Friedensvertrag. Trump, für was willst du Geld? Du warst doch froh, dass du deine Soldaten irgendwo untergebracht hast und dass der ein Schutz, dass du genau an den Russland warst, weil der Russland ist ja der Oberfeind. Und wenn du in Deutschland da drum stationiert gehabt hast, dann warst du knapp an der Grenze zu Russland. Und du provozierst ja heute noch. Du provozierst ja heute noch die Russen. Na? Wenn, ist mir scheißegal, was die Polen und was die anderen alle sagen über Russland, ist mir scheißegal. Aber eine Übung in diesem Ausmaß an der russischen Grenze abzuhalten und dann zu sagen, das machen wir ja nur, damit wir die anderen mal sehen oder so, dann stellen wir uns die Grenze und spielen mal den Krieg. Na. Wenn das keine Provokation ist, dann weiß ich überhaupt nichts mehr. Und dass da unsere Bundeswehr auch noch mitspielt, das finde ich total scheiße. Ehrlich, finde ich total scheiße. Und weißt du was, lieber Trump? Lieber heute als morgen. Pack deine Soldaten, nimm sie mit heim. Lass sie in Arizona oder wo in der Wüste üben und lass uns einfach in Ruhe. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass Europa endlich mal selbstständig wird und dass Europa endlich mal ja, sich selbst schützt und nicht irgendeine Macht braucht, die da oben drüber steht und uns diktiert, was wir zu machen und zu tun haben. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Und also, das war jetzt das Wort zum Sonntag. Ist ja gleich ein paar Tage wieder Sonntag. Und das musste einfach mal raus. Ne? Dieser Trump, der kotzt mich einfach so an, ich kann euch das gar nicht sagen. Ich kann euch das gar nicht sagen. Mal an zweiter Stelle kommt gleich der Seehofer. Alles, wenn der Seehofer, wenn das ist ja. Der macht einen Wind um nichts, um nichts. Ne? Weil er die Flüchtlinge zurücknehmen, dass die Staaten, wo sie registriert worden sind, die Flüchtlinge zurücknehmen. Das werden die nicht tun. Italien oder Spanien oder Österreich, die werden diese Flüchtlinge nicht zurücknehmen. Die wollen höchstens die Flüchtlinge ganz egal zurück in ihre Heimatländer schicken. Aber das hat unser Seehofer noch gar nicht begriffen. Na? Die werden also niemals, die wo in Italien registriert sind, die Flüchtlinge nach Italien zurücknehmen. Vielleicht drei oder vier, vielleicht auch mal zehn. Aber keine Hunderte oder Tausende. Ne? Und die wollen sie zurückschicken in ihre Heimatländer. Und nichts anderes. Und deswegen kann das nur eine europäische Lösung sein. Und wenn er sagt, wir Deutschen müssen die Grenzen zumachen, dann ist das in meinen Augen ein Rückschritt. Ne? Ich habe das noch gekannt, wo die Grenzen zu waren und wo alles kontrolliert worden sind. Seehofer, so eine Scheiße brauchen wir nicht. Mach deinen Dreckswahlkampf. Das ist fast auch Sibirien, in Sibirien. Mach deinen Dreckswahlkampf, wo du willst. Den brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Grenzen mehr in Europa. Wie man das anders im Griff kriegen will, ja, da musst du mit Europa verhandeln. Da musst du mit den anderen Mitgliedstaaten verhandeln. Da musst du sicher auch mit Italien sprechen. Da musst du auch mit Spanien sprechen. Aber das ist als deutscher Innenminister nicht deine Aufgabe. Hä? Na, also gut, ich hack ab, sind ein paar 10 Minuten genug belabert. Und schauen wir mal, was in Bayern rauskommt. Ich weiß nur eins, wenn das so weitergeht, dann haben die Nazis bald vorne sind sie bald vorne dran. Die SPD verschwindet in Nimmerleinsland. Und ja,
Und dann hat er nämlich das erreicht, was wir nie wollten. Na, wir fallen zurück in 33. Leck mich am Arsch, Mensch. Schall doch mal euer Gehirn langsam ein wenig ein. Also, ja, Dampf abgelassen, gell? Also, macht's gut, ne?